Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Overlord Rising Hell. Okay, wir haben ja das letzte Mal den alten Overlord besiegt und wo will ich jetzt eigentlich hin? Da drüben ist die Arena, da will ich erstmal da runter, weil wir wollen ja noch gucken, was uns für die 100% eigentlich noch fehlt. Eins ist auf jeden Fall klar, das letzte Mal war das auf jeden Fall das böse Ending, weil ich glaube, dafür braucht man minimal 80%. Und die 80% haben wir ja locker erreicht. Kann man hier noch... Konnte man nicht hier irgendwie sich nähere Informationen irgendwie anschauen? Es anscheinend war so friedlich nicht. Ohne sie. Zum Glück habe ich nicht all meinen Ohrenschmalz aufgegessen. Drüben ist nichts, hier ist auch nichts. Also das Grab. Auch Schergen müssen sich mal ausruhen. So, mal kurz ein paar Käfer frittiert. So, die Statue ist auch nicht nutzbar. Okay, und da kann man wahrscheinlich das Turmherz nicht nochmal einsehen. Ich dachte, man könnte hier noch nähere... Gut, aber hier doch keine Info. Okay, dann bin ich umsonst hier runtergelatscht. Okay, wo geht's hier hoch? Hoch, hoch, hoch. Da geht's hoch. Da geht's hoch! Auf, auf! So, und dann würde ich einfach sagen, ich mache mal das, was ich denke, was es sein könnte, was mir noch fehlt. Und zwar, ich glaube, ich habe noch nicht in Himmelsspitzen jedes Haus zerstört. Bin mir da zwar nicht sicher, aber ich würde sagen, ich gucke da einfach mal nach. Ich meine, wir müssen sowieso mal nach Himmelsspitzen. Naja, gehen wir auch gleich mal hin. So. Hallöchen, meine Untertanen. Mensch, haben wir wenig Braune. Braune und Grüne haben am meisten abgenommen. Ach komm, mal hier eine bunte Mischung. 25 Rote. Und der Rest Braune. Auf, auf! Töten wir erstmal hier alle. Dann auf nach Himmelsspitzen und zerstören wir einfach mal jedes Gebäude, was uns da über den Weg läuft. Hallöchen, Himmelsspitzen. Khan hat ja hier auch ganz schön rumgewütet. Okay. Hier kann ich nichts zerstören. Da unten vielleicht irgendwo in der Gegend. Da, da ist auf jeden Fall eine Tür. Die nehmen wir natürlich auseinander. Okay, da steigt schon mal Rauch auf. Das ist immer gut. Stirbt! Ihr jämmerliches Fußvolk! So, Kisten. Jubel schon richtig, dass wir wieder da sind. Die Tür ist auch verrammelt. Okay. Soll doch nicht das einzige Haus sein, was hier irgendwie zerstörbar ist. Da komme ich nicht weiter. Tja, da machen wir eine kleine Sightseeing-Tour und laufen dabei durch die schöne Stadt Rauschingen. So, da ist die Kanalisation. Oh. Hallo? Okay, da drüben ist, glaube ich, auch noch eins, was ich zerstören kann. Hier, hier ist
noch nichts. Nee, kommt auch nichts weiter. Okay, dann auf zu der Türe, die ich, glaube ich, zerstören kann. Und zwar da drüben. Eiserhäuser, also, die noch ganz ordentlich aussehen. Sahen. Schäfchen! Oh! Schäfchen töten! So, alle da, wunderbar. So, da oben ist die Taverne. Kneipenschlägerei haben wir ja schon angezettelt. Irgendwo müssen noch mehr Häuser stehen. Entschuldigung. So, hier sind grüne. Und hier unten komme ich nicht weiter. Na, klasse. Mensch, irgendwo müssen noch Häuser sein. Und so groß ist der Mitspitz jetzt nicht, also von den intakten Gegenden. Okay, laufen wir nochmal in die andere Richtung. Da, 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 da. Wo ist der denn hin? So. Ist interessant, wo die alle herkommen. Haben wahrscheinlich auch eine kleine Erkundungstour durch Himmelsspitzen gemacht. So, und die Kanalisation will ich nicht. Da drüben war nichts zum Zerstören. Das da habe ich schon zerstört. Da kann ich auch nichts zerstören. Hier auch nicht. Laufen wir mal hier oben lang. Das ist auch verrammelt. Schade. Ich dachte gerade, ich hätte auch ein ganzes Haus gesehen. Da sind einfach nur noch Einwohner. Hier noch mehr kaputte Häuser. Ah, da ist noch was. Aber erstmal. Okay. Interessant, wo die alle hinrennen. Da oben kann ich dann auch mal hingucken. Ah, hier haben sie schon das Gebäude zerstört. Sicherheitshalber nochmal reinschicken. Hier ist nichts, da hinten. Da hinten kann man noch was zerstören. Wunderbar. Aber ich glaube, das habe ich wirklich noch nicht gemacht, weil... Und sowas Aufwendiges würde ich mich erinnern. Ja, bitte. Stadtzerstörer. Jetzt haben wir's. So, jetzt muss ich nur noch irgendwo meine Schergen abgeben, damit ich sie nicht alle töten, wenn ich hier zum Turm zurückkehre. Ich hoffe, da oben sind ein paar Portale. Dum, 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 dum. Obwohl, ich könnte ja eigentlich gleich hier weitermachen. Ich meine, in Himmelsspitzen ist ja eh jetzt noch, Dings. Das Portal, wenn ich nur wüsste, wo. Obwohl, die anderen sind ja immer recht nah am Startpunkt des jeweiligen Gebietes. Von daher würde ich auch mal da nachgucken, dann. So, aber erstmal unsere braunen Schergen wegschicken. Und jetzt unsere roten. So, und dann zurück zum Turm. Yep. Okay. Dann würde ich sagen, ich gucke aber nochmal schnell runter, weil ich möchte gerne wissen, um wie viel Prozent das meinen Verderbtheitsrang, Prozent, Korruptionsbonus getrieben hat. Hallöchen, Turmherz. Schön, dass die kleinen Beißer wieder da sind. 85? Was zum Teufel fehlt mir da noch? Ich habe so ziemlich alles gemacht, was mir einfällt, was ich hätte machen können. Ich habe Elfen getötet, ich habe die elf Frauen getötet, ich habe alle Elfen getötet, die mir über den Weg liefen, ich habe alle Menschen getötet, die mir über den Weg liefen. Ich habe beinahe jede Stadt selber zerstört. Ich weiß nicht, was mir da noch fehlt. Egal, aber ich sehe gerade, im Dunkelwald ist auch was. Da gehen wir vielleicht doch mal erstmal dahin, sodass chronologisch ein bisschen
ja, zu halten. Okay, kleiner Moment, ich bin kurz weg. Ach, immer nervig, wenn die Nase so ein bisschen Stress macht. Was nehme ich denn hier mit? Ich kann mich nicht mal nur braune. So. Könnte das hier sein? Quelle des Bösen hier finden. Dann gehen wir mal da lang. Nein, sag bloß. Das sieht doch recht, Ein weiteres dieser Tore. Vielleicht räumt das konzentrierte Böse all dieser Helden. Ja, all diese Helden ziehen das verderbte Böse an. Naja. Hallöchen. Ich hoffe mal, unsere Braune reichen erstmal aus. So, sammeln wir noch ein paar grüne Seelen. So, ein paar grüne gesammelt. Und, was ist denn hier? Ach, das geht. Okay. Interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich war gerade überrascht, dass ich hier durch kann. Ich dachte, ich muss hier wieder irgendwelche komischen Bomben hierher bringen. Dass es so einfach zu zerschlagen geht, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ich hätte auch nicht gerechnet, dass ich hier nicht runterkomme. Gehe ich halt hier lang. Sammle noch ein paar Kürbisse. Seelen! Gibt mir mehr Seelen! Da explodiert ja was. Da drüben ist irgendwas. Gehen wir einfach mal hin. Diese Wurzeln scheinen kein Licht zu mögen. Das kann ich verstehen. Interessant. Mir tun die Augen weh. Oh, ich halte das nicht. Interessant. Ich muss erstmal über hier drauf klarkommen auf dieses ganze Gelumpe. So, können wir dann gleich hier noch lang, aber erstmal hier so klären, was Sache ist. Schon wieder! Ich kann und will diese Farce nicht mehr sehen! Bitte Geister! Und Oberon Grünschleier! Ah, wie ich sehe, haben wir einen besonderen Gast. Willkommen bei der Schrecken des Dunkelwaldes. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Oh Bruder, wie glücklich können wir uns schätzen, im reichen grünen Schoß des Elfenwaldes zu leben. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie.
Kalte, gefühllose Dirne. Der Autor dieses Stücks scheint die Muttergöttin und die Elfen nicht besonders zu mögen. Ich bin schon jetzt hellauf entzückt. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund das und Boden. Das nenne ich Unterhaltung. Dritter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Wo ist er? Wo ist der Schrecken? Ich will den Schrecken. Was soll das heißen? Kaputt? Gut, fangen wir nochmal mit dem ersten Akt an. Ein bisschen Übung kann euch nicht schaden. Nicht schade, gerade als es gut wurde. Vielleicht solltet ihr diesen Schrecken des Dunkelwaldes finden und helfen, die Sache zu Ende zu bringen. Okay, gerade weil wir dieses Stück sehen wollen. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Da unten will ich hin. Das ist, glaube ich, was ist das, die Schmiedform? Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte Gefühl... Da ist der Unterweltsteinherr, Oberons Wurzeln bedeckt. Gut. Das heißt, wir brauchen den Schrecken wahrscheinlich, um da ranzukommen. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Stirb! Stirb! Sterbt! So. Da wir jetzt hier mal so ein bisschen Chaos angerichtet haben. Ist noch kaputt von vorn. Will ich diese Viecher jetzt schon töten? Hi. Ha, mach ich mir jetzt die Mühe und geh jetzt hier wirklich. Wisst ihr was? Damit ihr hier ein bisschen Action kriegt. Attacke! Die Elfenrasse. Auf sie mit Gebrüll! Unwürdige Gottheit, die Mutter. Stirb! Müssen wir uns mal ein bisschen durchmetzeln, damit hier mal ein bisschen Action ist. Lass uns zur Mutter Göttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie... Das ist das Signal. Gut, erster Akt von vorne. Das ist sie schon aktiv, ne? Ah ne, das ist... Licht aus... Nicht dann. Oder man hätte einfach nur hier rumlaufen können. Ja, egal. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Chaos angerichtet. Und können dann erstmal hier weiterlaufen. Und sehen, was haben wir denn hier so noch mehr von diesen Zeug. Stirb, Elf! So. Geld, Mana, Gegner. Nein! Aus! Boah! Ich dachte, jetzt geht's los. Ja.
Stirb! So, ist hier noch was? Ja, große Krüge. Große Krüge zerstören! Das war gerade knapp. So, alle mit mir kommen und ja, Geschenke sind immer gut. Sehen hier ist die große